So, wir laufen wieder mit Kings Road. Wenn und ich Hier sind spielen ganz viele zusammen. Leute jetzt, siehst du? In der Stadt? Ja, ich habe auch keine Ahnung, warum. Oh, Vielleicht, weil guck wir jetzt mal. Level 10 Du sind oder sollst ein so. paar Erfolge sammeln, würde ich dir empfehlen. Wieso? Da gibt es immer Kohle und Wieso von diesen soll anderen. ich immer meine Spielerinfo bearbeiten? Ich habe doch einen Namen. Gib unter Du hast deinem einen Namen, richtig. Porträt habe ich auch. Aktualisieren. Jetzt bin ich eine Frau. Warum auch immer. Das ist Allgemein. mir, habe ich mir schon immer gedacht. Sammeln. Fertigkeiten sammeln. Sozial sammeln. Wenn ihr das Spiel auch mal spielen wollt, dann folgt dem Link unter einem unserer beiden Videos. Und dann könnt ihr euch das Ganze auch mal angucken. Ich Wir finde sind es mittlerweile recht Level 10, wir sind witzig. Pros. Ja. Sind wir in unserer vierten Session, oder? Wir sind in der vierten Session, ja. Mann, Mann, Mann. Und da geht's jetzt auf den Brightwall Bergfried. Und ich baue wieder ausgezeichnete Gegenstände. Ich frage mich Gibt's immer, auch ob ein. regelmäßig Patches, by the way? Ach so, du möchtest schon Ach verreisen? so. Oh. Ja, kein Problem. Oh. Können wir machen. Was denn? Alles gut? Alles gut, ich habe nur was getrunken. Cola Zero. Ach so, Magnus. drei ungewöhnliche Gegenstände herstellen. Aber ich kann gerade nicht an einen neuen Ort reisen. Warum nicht? Vielleicht, weil ich noch im Ich weiß Schmiedemenü nicht. bin. Vielleicht. Reist an einen neuen Ort. Wo bist du denn? Bist du jetzt schon vorgereist? Ja. Ach so, jetzt wird geladen. Ich höre auch schon Kampfgeräusche. Ja, geht hier richtig ab, sage ich dir. Und da vorne ist wieder so ein Was Typ bist du noch hier mal überhaupt für eine mit Klasse Krieger, Fahne. ne? Oder wie Ja, heißt das? so heißt es Krieger? Nahkämpfer. Ja, auf jeden Fall irgendein Nahkämpfer. Ob das jetzt Krieger heißt, da bin ich mir nicht so sicher. Ich kriege auf jeden Fall hier immer auf die Fresse. Das ist gut. Ja. Weil dann Aber kann ich dafür auch weniger hinten. Gold, Da offensichtlich. kann ich Also. hin. Aber mehr XP. Nee. Du bist Level 11, ich bin Level 10. Was soll das? Ja. Ich weiß nicht. Ist schon die ganze Zeit so. Ich wollte immer nichts sagen, nicht, dass du dann sauer bist. Du reagierst ja dann immer äußerst ungehalten. Vielleicht kriegst du XP Oh, dadurch, dass Scheiße. du auf die Nase bekommst. Jetzt mein Inventar wieder voll, weil ich nichts hergestellt habe im Gegensatz zu dir. Da wollte ich mal in die Mitte rein und so eine schöne Frostnova setzen und da sind sie alle schon tot, bevor ich irgendwas tun kann. Erstmal ein toller Kl Dein toller was? Cleave. Ach so, Cleave. Ich fürchte mich nicht, was? Nee. Ich nehme es nicht auf, weil ich kann sowieso keine Sachen aufnehmen. Von daher. Weil ich glaube, ich habe noch ein paar Sachen, die consumables sind. Mal nachgucken. Kann man nehmen hier, alles nehmen. Scheiß drauf, was es ist. Oder war sogar Upgrade, sehe ich gerade. Die hebe ich mir auf, wenn ich, wenn wir mal einen höheren Überboss. Schwierigkeitsgrad über Ach Boss so. spawnen. Ah, warte, ich habe wieder ein Achievement, das ich aufsammeln kann. Oh. Glückwunsch. Glückwunsch, wozu? Ach so, zu Level 10, ne? Wahrscheinlich. Nee, den Glückwunsch gab's für das Achievement. Level 10 bin ich ja schon vorher gewesen. Warum hat der denn jetzt wohl so grün geleuchtet? Bestimmt was ganz Krasses gemacht. Vielleicht irgendein Heal oder so? Ist Heal grün? Weiß ich nicht. So. Oh, da vorne wieder einer mit einem blauen Fähnchen. Oh, Level 12. Bin gerade erst Level 11 geworden und du bist schon Level 12. Tja. Wer kann, der kann, ne? Frag mich, wie Keine sich die Ahnung, wieso. Stufe oder der Schwierigkeitsgrad der Monster irgendwie verhält. Sind die statisch oder werden die angepasst an Level? Weiß nicht genau. Also ich denke mal, dass sie angepasst an Leveln sind, ne? Guck mal, das wäre so ein Grüner. Weiß nicht, was der macht. Ich gehe mal drauf. So.
So also eine 300-Euro-Kiste. Erledige die Bergbestie. 300 Euro. Nein, ich weiß nicht, also, ob es 300 Euro sind, ja. Ach, nicht die Bergbestie, Belagerungsbestie. Siegebreaker. Oh. Das sah wie etwas aus, dem man ausweichen sollte. Ja, ja. Aber ich schaffe noch, bevor ich sterbe, umzurühren. Puh. So, wer bist du? Ah, Prinzessin Emma. Hi, Emma. Nichts gegen dich, aber Level beenden. Oh, jetzt hast du aber deutlich mehr Gold bekommen. Echt? Ja. Vielleicht, weil ich es aufgemacht habe. Was ein bisschen unlogisch wäre, aber... Du hast die Ereignistafel freigeschaltet. Besuche die Ereignistafel in der Stadt und finde neue Missionen mit einzigartigen Belohnungen. Okay. Erhalte neue Juwelen, indem du den verdorbenen Friedhof-Beutezug abschließt. Also das verstehe ich jetzt aber echt nicht mit dem Gold. Also das muss man nochmal erörtern. Jetzt sehe ich auch die Ereignistafel. Sollen wir das Ereignis Wanted. Spielen? Ja, können wir machen. Okay, aber erstmal will ich... Moment, Ereignistafel. Empfohlene Stufen 20 bis 35. Okay, das lassen wir wohl doch noch. Das machen wir dann wohl nicht. Was habe ich denn hier bekommen? Schon mal gesehen. Frostpanzer. Umschließ dich für 20 Sekunden. Okay. Ach da, in der Mitte ist die Ereignistafel. So, ich muss jetzt hier erstmal ein bisschen was herstellen. Das geht ja so nicht weiter. Ich auch. Mein Inventar ist auch voll. Nehmen wir mal aus 3 Schwertern macht. Ein neues wahrscheinlich. Vielleicht besseres. Oh. Oh, nee, ein Fuchsschwanz. Hasel. Hasentalisman hast du auch schon mal gehabt, ne? Ja. Handschuhe des Unheils. Und einen gesegneten Ring. Woher weiß ich denn jetzt, ob der Ring Upgrade... Ach so, 2 Schaden, 2 kritische Treffer. Und was ist das? Plus 1 Schaden. Schultern. Schaden habe ich jetzt 27. So. Und die Truhe wird auch noch geöffnet. Und Stiefel. Ich habe sogar schon ein blaues Item. Willst du auch? Ja. Den Helm der Bruderschaft. Ah. Kephias Bruderschaft? Ich glaube nicht. Kritische Treffer. Ich glaube, ich nehme einfach gleich in der nächsten Mission. Ist unsere nächste Mission überhaupt? Guck mal. Ein quadratischer Sockel. Du kannst erst gehen, wenn du die Ereignistafel in der Stadtmitte angesehen hast. Okay. Ist ja gut. Kann ich das jetzt hier hinziehen? Okay, ich kann das da hinziehen. Im Laden jetzt kostenlose Ereigniswährung. Hol dir die jetzt welche und probiere das neue Ereignis. Wo ist die Ereignistafel? Ach, da. Ja, brauchen wir nicht, oder? Ereigniswährung? Haben wir 0. Ja, ich weiß, aber kann man im Laden, kriegt man die ja kostenlos. In welchem Laden? Keine Ahnung, im Laden. Unten okay. Ist ein Laden und da gibt's bei Währung Fertigkeitspunkte. Nein. Ach so, da meinst du. Gold. Währung. Ach so, nee, falsch. Stärkung, Beute, neue Ereignisse. Aha, da, stimmt. Steht irgendwas mit gratis. Endet in 2 Stunden. Blighted Idle Logbox. Wo gratis draufsteht, da klicke ich mal drauf, ne? Auf jeden Fall. Kaufen gratis. Das kostet 4000 Gold. Ach so, das ist eine Ereigniswährung. Ja. Erneut öffnen. Nein. Wenn wir jetzt da wieder hingehen, können wir so ein Ereignis auch spielen. Sollen wir es einfach mal machen? Ich meine, ist zwar nur für 20 bis 35, aber... Was denn? Wir immer ich hab doch... Wir haben doch nur 1 von der Währung bekommen. Oder willst du jetzt nochmal diese Lockbox kaufen? Ich hab 2 bekommen. Echt? Was ja. Sehe ich denn das? Nee, ich hab 1. Na gut, dann spielen wir halt weiter. Ich geh mal zu dem Freund hier. Hallo. Ja, jetzt wollen wir in den vergessenen Wald. Alles klar. So. Sie ist eine Druidin. Sieht auch fast so aus. Ich nehme jetzt einfach meine komischen Buff-Potions oder Potion. Kritische Trefferchance erhöht.
Oh, ich habe sogar die Porch und Spider drin, sehe ich gerade. Hast du irgendwie zwischendurch eine XP-Potion genommen oder so? Oder warum hast du mehr XP als ich? Exil der Erfahrung, für die du 30 Minuten 200% mehr Erfahrung. Ja, habe ich wohl. Das war keine Absicht. Gegenstände, warte mal, habe ich auch sowas? Heiltrank? Kritischer Treffer? Nö, ich habe sowas gar nicht. Kriegen nur die Leute, die sonst immer weniger Sachen kriegen. Damit ich irgendeine Chance gegen dich habe. Also was heißt gegen dich? Ich spiele jetzt zusammen nur. Nee, das missverstehst du. Alle sind Konkurrenz. Oh, jetzt sind hier so Giftpfützen auf dem Boden. Also zumindest grüne Pfützen. Und wir haben ja gelernt, grün ist Gift, ne? Ja. Grün ist doch immer Gift. Guck mal, hier ist eine Truhe. Aber wollen wir erstmal nicht mehr, ne? Worauf sparen wir eigentlich? Ich will sparen. Ich will auf Inventar sparen. Ah, wie viel braucht man da? 300. Oh, na dann. Hinter dir ist noch so ein Lizard. Oh, da ist wieder so eine Brezel-Tante. Hast du gerade dieses komische Blitzgedings da gemacht? Ne, sie, die Frau. Ich wollte schon sagen, ich dachte gerade, woher kannst du das denn? Super kritisch! Habe ich auch schon, ja. Das ist das Beste an diesem Spiel bisher, dass es nicht nur kritische Treffer gibt, sondern super kritisch. Ich weiß auch gar nicht, was super kritisch dann ist, so von der, vom Wert her. Müssen wir gleich mal. Oh. Weißt du, ich bin ja immer geizig mit so Healpots und so, ne? Ja, aber war es relativ low, ja? Nee, aber also ein bisschen hatte ich halt verloren. Aber ich weiß nicht, in wie vielen Spielen mich das schon das Leben gekostet hat, weil ich mir immer gedacht habe, oh nein, die Heilpotion wird man noch, die wird noch aufgehoben. Also in Diablo jetzt nicht so, weil ja, da kriegst du die ja wie Sand am Meer und die kosten nichts, aber in anderen Spielen, ja, wo so Healpots halt selten, ja, sind. Weil die hier auch nichts kosten, ne? Jetzt wieder die Britzelfrau. Ich meine, wir spielen ja auf normal. Also ich hoffe ja nicht, dass es hier irgendwas gibt, was uns so in einem Hit wegbritzelt. Ja, also ich sag mal so, ne? Ich habe schon immer relativ wenig HP, wenn du mal guckst. Ja gut, du bist auch Nahkämpfer. Ja. Aber auch die one-hitten dich ja nicht, hä? Bist du gerade... Nee. Du musst halt nur regelmäßig hier Sachen einnehmen, ne? Also... Ach, diese Teile, die Steine hier kann man auch zerstören, die am Rand stehen. Ich sag mal, ein bisschen weiter vor dir bin ich ja schon jetzt, ne? Du bist schon Level 15. Ich habe keine Ahnung, wo ich dieses Elixier bekommen habe. Tut mir echt leid. Vermutlich habe ich das zerstört und das war in dieser Kiste drin, die ich da verkauft habe. Wahrscheinlich, ja. Ich habe es auch nur genommen, weil ich Platz im Inventar brauchte. Hab gar nicht drauf geachtet. Oh, Inventar voll und hier ist eine Kiste. Nein, 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 nein. Ich nehme einfach mal irgendwas hier so. Was kann ich hier denn nehmen? Elixier, alles klar. So. Jetzt wird das genommen. Ich will gerade B für Inventar drücken. Öffnen. Das war nichts. Und diesmal habe ich wieder mehr Gold bekommen als Barlow. Warum auch immer sich das ändert. Oh, ich habe ein imolianisches Amikt gefunden. Das ist Rüstung. Erforderliche Stufe 14. Kleiner Heiltrank. Ne, den kann ich nicht nehmen. Elixier des kritischen Treffers wird genommen. Mana, Rek, Ding wird auch eins genommen. Und Level beenden. Besuche heute den Laden, um dir deine kostenlose Trankschließkassette abzuholen. Hm. Vielleicht gibt es da sowas. Oh, hier gibt es auch Top-Gilden. Rising from the Ashes. Wo ist denn hier die Trankschließkassette? Hallo. 150 kosten 4 Inventarplätze aber nur. Wie viel? 150. Oh, umso besser. Ich dachte, wir hätten eben mal, hättest du gesagt, 300. Achso. Schließkassetten.
Wo ist denn jetzt hier die kostenlose Wieso soll ich denn wieder auf mein. Wieso muss ich immer auf mein Porträt klicken und ich erinnere jetzt meinen Namen? Lebalo 1. Aktualisiere deine Rumble-ID. What the fuck? Ah, da ist eine Buff-Leiste, fällt mir auch jetzt erst auf. So, wir machen ein kurzes Päuschen. Trankangebot des Tages, kaufen. Wir machen ein kurzes Päuschen und dann ja. Geht es weiter. Bis gleich.